von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Das Wörtchen wenn kann sehr hilfreich sein, wenn man es richtig verwendet. Und darin sind Felix, Robin, Susanne und die anderen wahre Meister. Aber urteilt selbst. Wenn ich ein Riese wäre, dann wäre dieser Stein ein Felsbrocken, dachte Felix und kickte den Stein mit Schwung gegen eine Mauer. Er fühlte sich dabei sehr stark. Wenn ich ein Zwerg wäre, dann wäre dieser Tümpel das große, weite Meer, dachte Robin und machte einen Kopfsprung vom Steg in den Teich. Unter Wasser empfand er eine große, fast unendliche Weite. Wenn ich eine Maus wäre, dann hätte ich jetzt Angst, dachte die schüchterne Susanne, als Nachbarskater unverhofft auf ihren Schoß sprang. Sie fühlte sich sehr mutig und begann ihn zu streicheln. Wenn ich eine Schnecke wäre, müsste ich an dem Salat jetzt eine ganze Woche essen, dachte Max und stopfte den Salat tapfer in sich hinein, um seine Mutter nicht zu verärgern. Er hatte das Gefühl, sein Problem heute einmal ruckzuck erledigt zu haben. Wenn ich in Frankreich geboren wäre, dann hätte ich schon viel früher und viel mehr französische Wörter lernen müssen, dachte Sandra und paukte angesichts dessen erleichtert ihre heutigen 10 Vokabeln. Sie fühlt sich dabei den französischen Mädchen gegenüber sehr bevorzugt. Wenn ich feig wäre, dann würde ich mich nicht allein in den Keller trauen, dachte der kleine Emil und stieg mit zitternden Knien hinunter in den Keller, um seinem Vater eine Flasche Wein zu holen. Er fühlte sich sehr tapfer und pfiff ganz laut vor sich hin. Ja, wenn der Kuchen schmecken würde, dann würde ich ganz viel davon essen und richtig dick davon werden, dachte Marina. Zufrieden nahm sie sich ein sehr kleines Stück von dem harten, trockenen Kuchen ihrer Tante und kaute jeden Bissen ganz lange, um der Tante keine Chance zu geben, nachzulegen. Wenn die Sonne heute scheinen würde, dann könnte ich nicht meinen neuen Regenschirm spazieren tragen, dachte Marie und spannte zufrieden ihren neuen Schirm auf und empfand die Welt plötzlich als sehr bunt. Und wenn ich jetzt nicht langsam aufhöre, dann schreibe ich noch hunderte von Seiten weiter, dachte sich die Autorin und schaltete den Computer aus. Sie fühlte sich nicht besonders gut dabei, denn sie war ungerecht den Geschichten gegenüber, die unbedingt erzählt werden wollten.